Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken. Naja, heute nicht so ganz, aber sowas in die Richtung. Und zwar geht es darum, wie kann ich irgendwelche geheimen Botschaften innerhalb von einem Bild verstecken. Nicht nur einem Bild, sondern auch anderen Dateien. Aber ich mache das jetzt einfach mal mit einem Bild, weil es da irgendwie am unauffälligsten ist und am besten versteckt somit. Alles klar, ihr braucht dazu eigentlich nur ein Linux. Das geht sogar mit Windows, das sage ich am Ende, wie das funktioniert. Aber da wir hier die meiste Zeit mit Linux arbeiten, werde ich jetzt hier auch einfach mal Linux benutzen. Welches ist völlig egal. Und was ihr natürlich braucht, ist ein Bild. Ich habe gleich mal zwei gebracht, weil wir wollen am Ende auch noch eine Datei in ein Bild reinmachen. Am Anfang soll uns eine Nachricht reichen. Das Bild hier, das ist von der Serie Kryptografie, falls euch die interessiert. Aber ja, um die geht es jetzt gerade nicht. So, was wir brauchen, ist ein Terminal. Was ihr dazu macht, ist einfach hier Rechtsklick rein. Und dann einfach im Terminal öffnen und dann habt ihr schon alles, was ihr braucht und seid auch schon im richtigen Ordner, alles passt soweit. So, und jetzt wollen wir in dieses erste Bild Krypto irgendwas reinmachen und das soll man am Ende logischerweise nicht sehen, also ich verkleinere gerade mal kurz das Bild. Ihr seht, dass dieses Bild hier so aussieht und am Ende soll das auch noch so aussehen. Keinerlei Unterschiede soll es da geben und ja. Machen wir, indem wir hier dieses Terminal aufmachen und dann sagen wir einfach unsere geheime Nachricht Echo. Und hier kommt eure geheime Nachricht rein. Zum Beispiel Passwort für mein Bankkonto. 1, 2, 3, 4, 5. Ist es natürlich nicht bei mir. Ich hoffe, das sollte klar sein. Genau. So, und jetzt diese doppelten Dinger hier zweimal, bitte. Ganz, ganz wichtig, dass wir das zweimal machen. Und nicht nur einmal. Wenn wir es nur einmal machen, haben wir ein Problem. Dann ist nämlich unser Bild am Ende weg. So, und dann sagen wir hier crypto.jpg, also die Datei, in die wir das Ganze reinschreiben wollen. Das packt euch dieses Passwort für mein Bankkonto an das Ende dieser Datei ran. So, das Ende dieser Datei, man könnte meinen, das wäre jetzt hier irgendwie in den Pixeln versteckt, aber nein, man sieht, dass alles perfekt aussieht. Also man sieht hier wirklich gar nichts, egal wo man hinscrollt, es sieht immer noch super aus. Und wir müssen jetzt natürlich noch irgendwie dieses Passwort für mein Bankkonto wieder auslesen können. Denn es soll ja entweder für uns oder für Freunde von uns gedacht sein, dass wir denen das schicken können und niemand anders kriegt es mit. Zum Beispiel laden wir das Ganze bei 9gag oder sowas hoch und plötzlich wissen alle mein Bankkonto-Passwort. Genau. So, was wir dazu machen, ist, wir benutzen cat und geben einfach die Datei an, crypto.jpg. So, jetzt wisst ihr vielleicht, dass Bilder nicht unbedingt gut lesbar sind. Denn ja, wir haben hier einen Haufen Zeug, was wir eigentlich gar nicht so richtig identifizieren können. Einen Haufen Fragezeichen, das bedeutet, dass wir die Zeichen nicht entdecken können. Aber was wir haben, ist ganz am Ende unserer Datei ein Passwort für mein Bankkonto 12345. Das ist unsere geheime Nachricht. Die steht einfach am Ende unserer Bilddatei. Und das ist wahnsinnig cool, weil man sieht es auch nicht hier irgendwie in der Bilddatei selber drin. Also da passiert überhaupt gar nichts, da verändert sich nichts am Bild, aber am Ende steht einfach dann das Passwort für mein Bankkonto drin. Super geile Technik und relativ einfach, also das kann wirklich jeder. Genau, man kann es auch locker wieder auslesen. So, was ist jetzt, wenn ich hier vielleicht eine Datei verstecken möchte? Also hier ist jetzt einfach eine Textdatei drin. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ihr könnt da jede beliebige Datei reinpacken. Ihr könnt nämlich das Ganze einfach in ein Archiv packen. Und das wollen wir jetzt hier machen. Wir wollen das Ganze komprimieren. Also ihr nehmt einfach eure Dateien, je mehr, desto besser. Nee, nicht unbedingt, aber so viele, wie ihr wollt. Macht hier komprimieren. Und dann kommt so ein kleiner Dialog. Ihr gebt hier den Ordner einfach wieder ein, wo ihr hin wollt. Und dann sagt ihr hier den Dateinamen, ist egal, wie die heißt, .zip. So, und dann sagt ihr hier anlegen, ihr könnt auch noch ein Passwort reinmachen, aber das bringt ja nichts, wir wollen es ja eh verstecken, dass es niemand findet. So, und dann habt ihr am Ende hier so einen ZIP-Ordner. ZIP-Ordner sind, wahrscheinlich kennt ihr das alle, so Archive, in denen mehrere Dateien auf einmal drin sind. So, und den wollen wir jetzt in das Krypto 2-Bild reinpacken. Ihr könnt es natürlich auch noch ins Krypto-Bild reinpacken, dann habt ihr hier zwei Nachrichten drin. Aber wir wollen das Ganze jetzt hier in Krypto 2 reinpacken. Wie machen wir das? Wir nehmen wieder unser Terminal zur Hand. Ich mache das hier mal weg, das ist jetzt nämlich die zweite Methode. Und dieses geheime Datei.zip, das packen wir jetzt hier rein. Das machen wir nicht mit Echo, sondern mit Cat diesmal und sagen hier geheime Datei.zip. So, und diese geheime Datei.zip soll in das Krypto-Bild rein, ins Krypto 2-Bild am besten. Und ja, wir haben hier wieder diese zwei Anführungsstriche, sonst ist das Bild am Ende weg, das wollen wir natürlich nicht. Und ja, Enter drücken, fertig.
So, an dem Bild hat sich jetzt hier nichts geändert. Allerdings an der Größe des Bildes hat sich einiges geändert. Ihr könnt mal nachgucken. Das Krypto-Bild hier ist aktuell 927,9 Kilobyte groß. Hier hinten dran stehen sogar noch die Bytes. Das hier ist genauso groß, fast genauso groß. Aber wenn wir das nachher auf dem Datenträger angucken, das kann ich hier jetzt gerade nicht so einfach machen, aber wenn wir das nachher auf dem Datenträger angucken, dann ist das Ding riesig, nämlich um genau das ZIP-Archiv hier größer. Oh, wobei, es wurde mir sogar angezeigt scheinbar. Wir können es ja gerade mal vergleichen. Das Ding hier ist 200 Byte groß, 214 Byte, und das hier sind genau diese 214 Byte. Wow, ist das doch reingegangen. Also es kommt auf die Linux-Distribution an, wie sich das dann hier äußert. Manche zeigen euch die Größe auf dem Datenträger an und dann die Größe des Bildes. Die Größe des Bildes sollte sich nicht verändern, aber die Größe auf dem Datenträger, die verändert sich. Und ja, jetzt haben wir hier das drin. Wir haben wieder unser Bild nicht verändert. Das ist immer noch voll funktionsfähig. Wir können das hinpacken, wo wir wollen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Größe. Und wie kommen wir jetzt wieder an unsere geheime Datei dran, beziehungsweise sogar an alle Dateien, die wir hier drin haben? Naja, ganz einfach, wir machen hier umbenennen und nennen das Ganze einfach nicht .jpg, sondern .zip. So, und jetzt haben wir hier ein Archiv. Und Archive können wir entpacken. Wir machen einfach hier mal einen Doppelklick drauf und es öffnet sich hier der Archivmanager. Und innen drin finden wir die geheime Datei. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier Passwort für den Sprengstoff 12345ABC. Und das war der Inhalt der geheimen Datei, die wir hier erstellt hatten. Passwort für den Sprengstoff 12345ABC. Wunderbar. So kommt ihr dann am Ende wieder dran. Und wenn ihr das Ganze wieder verschicken wollt, dann macht ihr hier einfach das .zip weg. Und schon ist es wieder ein Bild. Wunderschön. Alles klar, das ist jetzt nicht unbedingt Hacken gewesen oder sowas, aber ihr müsst ja natürlich auch irgendwie euch mit euren Hack-Freunden verabreden oder sonst irgendwas vereinbaren, und das wäre so eine Methode, wie man das machen könnte. Alles klar, ich dachte mir, ich zeige euch das mal, das ist irgendwie eine coole Sache, und deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao.